Hallo Leute, hier ist mal wieder Flus mit einem neuen Review. Erst noch nach gewisser Zeit, aber nachdem ich im Urlaub war und ja, vor den Ferien das nicht richtig funktioniert hat mit dem Mikro, mache ich es jetzt einfach. Und heute kommt jetzt die XM8. Die XM8 wurde mir von Fritze irgendwas gegiftet, den Namen konnte ich nicht ganz lesen. Und ja, kann man auch gleich zu den anderen Gifts kommen. Ich habe ein bisschen Probleme gehabt, weil immer so voll ist, dass ich da immer wieder was überspringe, aber ich versuch's mal. Also erstmal hier haben wir ein Clan-Emblem für insgesamt 60 Tage, einmal habe ich bloß schon aktiviert, von Crazy Daisy. Dann da unten, der wo ich jetzt gerade irgendwie nicht drauf gehe extra, ist RPG 7 für 2 Tage von Crazy. Da haben wir eine K2 von Raiders für einen Tag, für ein Ryu. Ja, und jetzt habe ich das Problem, dass ich das nicht richtig finde. Ja, das sind noch nur die RPGs. Da genau, da hatten wir eine M4A1 von Gaudium, die werde ich auch reviewen, und eine WA2000 von The Cat 27. Ja, und da kommt glaube ich sogar noch was. Ich weiß nicht, ich glaube wahrscheinlich irgendwas schon mal erwähnt, die hatten wir schon. Und da haben wir jetzt die XM8 von Fritze, die ich jetzt reviewen werde, und da eine Codename Viper von The Cat, M960 von Roix, die ich immer noch habe, die muss ich auch noch machen, habe ich ganz vergessen gehabt. Und noch eine Saiga 20k von Dragon Boss. Jo. Dann viel Spaß beim Ryu. Ja, also die XM8 ist eine Standard NX Assault Rifle. Und ja, sie kann halt auf dem Black Market für Standard NX Preise gekauft werden, für 9 NX pro Tag. Und sie ist laut Beschreibung von der G36 abgeleitet. Also wie die G36 ist in der Realität tatsächlich so, ist aber im Spiel überhaupt nicht so. Das werde ich auch noch ein bisschen erklären, aber Real Life kommt wieder erst hinterher. Erstmal die Stats. Also, was ist an der Waffe besonders? Die Waffe hat ein integriertes Scope. Gut, ist das positiv oder ist das negativ? Das kann man immer sagen, wenn ein Scope drauf ist. Manche Leute werden das Scope nicht mögen, denn dieses Scope ist ein Sniper-Scope. Das ist das L96-Scope praktisch, das mit dem grünen Streifen halt. Und ja, ich weiß nicht, ich bin nicht so der Riesenfan von dem Scope auf Assault Rifles. Und ich hätte mir eher ein G36-Scope zum Beispiel gewünscht, als das G8-Scope, gerade weil es ja von der G36 herkommt, aber naja, man kann mit dem Scope schon spielen. Ja, 30 Schuss im Magazin, Excel Magazin macht Sinn, muss man nicht unbedingt haben, habe ich jetzt keins drauf gehabt, von Schalldämpfer, naja, ihr wisst ja. Ja, ja, Damage, 41 Punkte, das macht jetzt manchmal Threat, meistens Viertkill, und das ist meiner Meinung nach das größte Problem dieser Waffe, dass sie im Vergleich zu einer 36 alt aussehen lässt. Weil man auf Distanz, also im Nahkampf ist sie mal 3-Hit, aber auf Distanz, ein bisschen Distanz, ist sie nie 3-Hit. Und wenn man Distanz schießt, hat man meistens nicht viel Zeit, um einen Gegner zu töten. Außer der läuft gerade frei rum, aber wie oft passiert sowas schon. Und da hat man die 36 halt den riesen Vorteil, dass man halt nur 3 Schuss braucht. Und hier braucht man halt 4 Schuss. Das kann stören, also mich stört's. Portability liegt bei 65 Punkten. Ist okay, also ist sogar ziemlich gut eigentlich. Für den Assault Rifle. Man ist relativ zügig unterwegs in der Waffe, das ist absolut in Ordnung. Rate of Fire liegt bei 75 Punkten. Also noch eine Assault Rifle, die ich gefunden habe, die über den 74 Punkten liegt. Ja, also meiner Meinung nach hat die Waffe eine ein bisschen zu hohe Fire Rate. Weil man muss eigentlich Tap fallen, gerade mit dem Scope hier. Braucht man auf Distanz, und die Waffe ist auch im Nahkampf, finde ich, nicht gar nicht mal so gut, obwohl sie eigentlich eine hohe Feuerrate hat. Und ich fände es besser, wenn sie eine nicht so hohe hätte, weil dann könnte man mit der besser Tap feiern. So finde ich es ein bisschen schwierig, mit der Waffe zu Tap feiern, aber naja. Accuracy liegt bei 88 Punkten, ist eigentlich gar nicht mal schlecht, aber ich habe echt das Gefühl, die Waffe ist wesentlich ungenauer als die 36. Man kriegt viel seltener einen Headshot, wenn man auf den Kopf zielt, und das stört schon gewaltig, also. Naja, was soll man machen? Also, die Waffe ist schon in dem Sinn okay, aber man hat irgendwie das Gefühl, dass man mehr Luckshots hat. Recoil bei 68 Punkten ist genau gleich wie bei der G36. Der Recoil ist tatsächlich besser als bei der G36, um das mal so zu sagen. Besser, in Anführungszeichen.
Nämlich der Recoil geht wesentlich mehr nach oben als zur Seite und als bei G36. Das heißt, der Recoil ist wesentlich anfängerfreundlicher. Sie ist aber erst noch lange nicht nur freundlich, also als wirklich extrem leicht benutzbar wie die CQB ist zum Beispiel, mit der ich irgendwie auch gar nicht mehr spielen kann, finde ich voll komisch. Ich habe es ja nochmal ausprobiert, wie ihr das sehen könnt. Ja, also so noob-freundlich ist sie nicht, aber man braucht schon ein bisschen Skill, um mit der Waffe spielen zu können. Ich hatte mal wieder das berühmte Lag-Problem, was mich doch auf Dauer jetzt schon ein bisschen aufregt, aber naja, Bambus-PC halt. Irgendwann wird es mal neuer. Irgendwann. Ja. Jetzt klingelt mein Handy, ich glaub's nicht. So, jetzt bin ich wieder da, nach dem kurzen Telefonat. Wo war ich stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Aber was soll's. Kommen wir mal zum Real Life. Ich glaube, nach 6 Minuten ist das wirklich Zeit dafür. Und bei dieser Waffe gibt es tatsächlich eine sehr interessante Geschichte. Also, das muss man wirklich sagen. Und zwar, fang mal an. Wie hat alles angefangen? Die US Army hat ein Nachfolgegewehr für die M4 und die M400 und die M16 gesucht. Weil die M4 und M16 einfach veraltet sind. Ja, darauf wurde ein großes Ausschreiben gemacht und Heckler und Koch hat gemeinsam mit den USA angefangen, die XM8 zu entwickeln. Ja, und das hat eigentlich soweit auch ganz gut funktioniert. Die Waffe hat viele Tests bestanden. Gar nicht mal schlecht, also sie hat gut abgeschnitten. Und trotzdem wurde das Projekt am November 2005 auf Eis gelegt und die Entwicklung komplett eingestellt. Jetzt kursieren Gerüchte, warum das passiert ist, weil man, die Army gibt natürlich keine Informationen raus. Ja, also es gibt einmal Theorie, dass die Waffe Hitzeabfuhrprobleme hatte, ist aber eher unwahrscheinlich. Dann gab es auch noch so eine Theorie, dass am bürokratischen Apparat deswegen ist auch eher unwahrscheinlich. Wesentlich wahrscheinlicher ist, dass amerikanische Waffenfirmen Druck auf die Militärs ausgeübt haben, vor allem Colt, dass ein so großer Etat, also so viel Geld, weil neue Waffen gebraucht werden, halt in einen ausländischen Waffenhersteller gesteckt wird. Ja, 2007 wurde die Waffe dann doch nochmal getestet auf Druck des Senats, weil da wurde dann auch kritisiert, dass geplant war, weitere 375 Millionen US-Dollar in mehrere hunderttausend neue M4A1 zu investieren, obwohl diese Waffe ja schlechter ist und es eben andere Waffen zum gleichen Preis, die besser sind, auf dem Markt gibt, nämlich die XM8, die FN SCAR oder die HK416. Gut, wenn die HK416 auf Dauer dann irgendwann mal von der US Army übernommen werden würde, hätte Heckler & Koch ja auch einen Vorteil, weil die ja auch von Heckler & Koch ist. Aber bis jetzt ist das nicht passiert, also bis jetzt haben die anscheinend immer noch die M4A1 und die M16. Und das ist doch schon die Theorie, dass Colt da Druck ausgeübt hat, ist doch relativ wahrscheinlich. Da die Waffen wurden halt getestet in der Wüste, ja. Und da hat die XM8 mit 127 Ladehemmung auf 60.000 Schuss das beste Ergebnis erzielt. Aber auch die FN, SCAR und die HK416 haben ziemlich gut abgeschnitten. Im Vergleich dazu, die M4A1 hatte 8-mal so viele Ladehemmungen und ja, es wird einfach Zeit, dass die Waffe abgeschafft wird. Aber das wollten halt die Militärs nicht, die weiteren Waffenhersteller. Und deswegen ist bis heute noch die M16 und die M4 im Einsatz. Ja, obwohl die Waffe extrem viele Neuerungen hat. Zum Beispiel hat die Waffe ein integriertes Scope, also wie in Combat Arms praktisch. Nur, dass es nicht wie in Combat Arms ein Sniper Scope ist, sondern dass es so ein Reflex Scope ist. Ob das jetzt positiv ist, ich glaube schon. gut, es gibt verschiedene Ausführungen. Einmal Standard, dann gibt es die Kompaktversion. Und dann gibt es noch eine LMG-Version. Und ja, die Waffe wiegt 2,6 Kilo, also ist relativ, naja, ist nicht ganz leicht. Aber wenn man es mit anderen Assault Rifles vergleicht, dann ist sie doch sehr leicht. Nämlich die ganze Waffe ist aus sehr leichtem Kunststoff gefertigt. Und das sorgt dafür, dass die Waffe verhältnismäßig leicht ist und ja, wesentlich weniger wiegt als eine M4A1 zum Beispiel. Auch hat die Waffe einen sehr guten Verschleiß, Anführungszeichen.
Nämlich kann sie 15.000 Schuss ohne Säuberung oder Ölung aushalten anscheinend und 20.000, bevor der Lauf erneuert werden muss. Zum Vergleich, bei der M16A2 muss der Lauf alle 7.000 bis 8.000 Schuss gewechselt werden. Also mehr als das Doppelte hält die aus. Naja. Wie gesagt, die Amis haben halt manchmal, wer nicht will, der hat schon. Gut, ich glaube, jetzt habe ich so gut wie alles gesagt. Also, herzlich Dankeschön an alle Gifter, die am Anfang genannt wurden. Ich glaube, das habe ich vergessen zu sagen. Ich bin immer dankbar für solche Sachen, für sämtliche Unterstützung, für Reviews. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Fluss.